Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Klassiker für den Herbst. Wir machen einen Wirsing-Eintopf. So richtig schön lecker mit Kartoffeln und Mettwürstchen, also was richtig Herzhaftes für die kühlere bis kalte Jahreszeit. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. 150 Gramm Möhren habe ich in Scheiben geschnitten, sowie 200 Gramm Kartoffeln in Würfel. Die kommen in unseren Garkorb. Ich vergesse das mal. Gareinsatz, Garkörbchen. Ich sage jetzt Garkörbchen. Dann kommen in den Kessel 800 Milliliter Wasser sowie ein gut gehäufter Teelöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch einen Gemüsebrühwürfel nehmen, aber unser Suppengrundstock ist halt selbstgemacht und besser, finde ich. Das Garkörbchen kommt rein, der Deckel oben drauf. In den Varoma kommen 500 Gramm Wirsing. Da habe ich die weichen Blätter in dünne Streifen geschnitten. Das ist sehr, sehr knapp und sehr, sehr eng. Außerdem kommen noch 4 Mettwürstchen. Die lege ich immer oben drauf, denn so kann man dieses Gericht auch für Leute machen, die jetzt nicht unbedingt Fleisch essen wollen. Deckel drauf, Varoma auf den Kessel und das Ganze jetzt 30 Minuten in der Varoma Stufe 1 dampfgaren. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin bleibt am Apparat. Weiter geht's mit unserem Wirsing-Eintopf. Wir nehmen einfach den Varoma jetzt herunter und das Garkörbchen mit den Kartoffeln und den Möhren heraus. Die Garflüssigkeit, die jetzt noch im Topf ist, die heben wir auf. Ich gieße das einfach hier um in unseren Messbecher. Die brauchen wir gleich und zwar 500 Milliliter davon. Ja, das kommt genau hin. Wunderbar. Können wir gleich genauso abmessen. Den Topf, den mache ich jetzt ein bisschen trocken und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Zwiebel habe ich jetzt für euch. Die kommt hier in den Topf hinein und wird wie immer 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Mit dem Spatel nach unten schieben, die Zwiebeln, die sich da oben festgesetzt haben. Dann geben wir 20 Gramm Öl hinzu, damit wir die Zwiebeln auch entsprechend andünsten können. Und zwar 4 Minuten auf 100 Grad. Ich schalte einmal bei Aromastufe ein, wird's irgendwie, geht schneller. Stufe 1, bis gleich. In den Mixtopf kommen jetzt noch die Kartoffeln und die Möhren aus dem Garkörbchen komplett hinein. Auch der Wirsing kommt komplett hier in den Topf hinein, auch wenn das jetzt wirklich so aussieht, als würde das fast überlaufen, aber das passt alles da rein. 500 Milliliter von der Garflüssigkeit kommen ebenfalls noch hinein. Sollte die nicht ausreichen bei euch, dann füllt es unter Umständen mit Gemüsefond oder sowas auf. Das Ganze jetzt nochmal 5 Minuten 100 Grad auf Stufe 2, allerdings im Linkslauf erwärmen. Ich mache es jetzt so, dass ich, damit die Würstchen noch schön warm bleiben, den Varoma nochmal oben aufsetze. Bis gleich. Und damit ist eigentlich alles fertig. Unsere Mettwürstchen, die lege ich jetzt quasi als Ganzes in den Teller. Kann man natürlich vorher auch schneiden, aber unser Wirsing-Eintopf, der riecht sehr, sehr gut. Ich glaube, da würde ein Löffelchen Senf noch dran passen, was man aber auch individuell dann machen kann. Ich probiere das jetzt einfach mal genau so, wie das aus dem Rezept kommt. Kann man noch ein bisschen garnieren mit Petersilie zum Beispiel. Natürlich nachwürzen, wenn Bedarf besteht.
Ich würde noch ein bisschen Salz dran machen. Manchmal ist es mit dieser selbstgemachten Gemüsebrühe immer so ein bisschen Spiel. Ist es genug? Ist es zu wenig? Kann man auf jeden Fall noch ein wenig abschmecken, ein wenig nachwürzen. Senf passt meiner Meinung nach sehr gut hier dran. Und es ist ein schönes, klassisches Gericht für die kälteren oder kühleren Tage. Birsing mag ich total gerne, Karotten, Kartoffeln sowieso. Also solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Leckerer, einfacher One-Pot, ja, Eintopf eben. Wenn ihr es probiert habt, schreibt mir mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Würde mich interessieren, was macht ihr denn für Eintöpfe im Thermomix? Schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich sage bis zum nächsten Video. Tschüss und guten Appetit. Ich habe jetzt was vor.